So, schönen guten Tag. Ein weiteres Video von Savage Scooters. Wir befinden uns in meinem Auto. In meinem Auto hinten drin habe ich einen neuen Roller. Ich habe mir eine Lammi gekauft, eine Lamberta. Und für mich ist das eine ganz besondere Lambretta. Warum, wieso, weshalb das eine ganz besondere Lambretta ist für mich, das werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt erklären. Und dann euch auch ein bisschen darüber informieren, was wir mit dem Thema machen. Was wir heute machen ist, da ich überhaupt keine Ahnung habe von Lambretta, also wirklich überhaupt nicht. Und warum habe ich keine Ahnung von Lambretta? Ich habe mir versucht, 30 Jahre lang das nicht geil zu reden. Das heißt, ich habe immer gewusst, dass Lambretta gut fährt. Ich habe gewusst, dass Lambretta Spaß macht. Ich weiß auch, dass Lambretta ziemlich geil aussieht, wenn sie geil gemacht sind und unfassbar viel Bock macht. Das Problem ist nur, wie soll ich sagen, wenn die Sachen anfangen Bock zu machen, dann stürzt man sich auch drauf. Und ich hatte in den letzten Monaten immer wieder sehr, sehr geile Lambrettas auf dem Prüfstand. Und dummerweise ein Freund von mir aus Aachen, der Zocki, der hat mich wirklich weich gequatscht in der Birne und hat mir die Lambretta, die ich jetzt hinten drin stehen habe, dann auch schön geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, ja komm ey, eigentlich hast du ja recht, warum auch nicht. Also habe ich mir eine Lambretta gekauft. Da ich aber überhaupt keine Ahnung habe von Lambretta und das ist liegt einfach an der Tatsache, dass ich noch nie dran geschraubt habe. Das heißt, ich weiß gar nichts von den Dingern. Handwerklich habe ich da keine Sorge, dass ich das nicht hinkriege. Aber es ist wie bei allem, wenn du keine Ahnung von etwas hast, dann ist am besten die Finger weg. Oder du guckst, dass du Menschen findest, die dir den Kram ein bisschen besser erklären können. Und ich kenne zum Glück ein paar Jungs, die sehr, sehr gut Lambretta schrauben können. Und einer von denen ist der Philipp vom Scooter Center. Und dann habe ich den Philipp angerufen und gesagt, Mensch Philipp, du hast doch ein bisschen Ahnung von Lambretta und hast ja nicht Bock, mit mir mal so ein bisschen das Ding durchzugucken und mir mal ein bisschen was dazu zu sagen und vielleicht nehmen wir auch den Motor auseinander und gucken mal, was das Baby für uns bereithält. Ich weiß nur eins, es darf nicht eskalieren, das sage ich jedes Mal, es tut es aber immer irgendwie doch, aber diese Lambretta wird für mich ja, wie soll ich das ausdrücken? Oder hat für mich eine besondere Bedeutung. Und ich werde diese Lambretta im Außenkleid so lassen. So ist jetzt der Plan. Und ich werde an der Lambretta nur 2 bzw. 3 optische Änderungen vornehmen. Aber dazu später mehr. Dazu kann und will ich im Moment noch nichts sagen. Werde aber zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingehen. Das ist kein Thema. Das hat diesmal nichts mit Geheimniskrämerei zu tun, sondern es ist augenblicklich so eine Situation, wo das erstmal noch nicht wichtig ist. Jetzt ist erstmal wichtig, zu gucken, wie das Ding, in welchem Zustand das Ding ist, den Motor aufzumachen und sich zu überlegen, was wir an Teilen verbauen, was wir da genau machen, welche Sachen vernünftig und gut sind und schlecht sind und was wir ändern wollen, können, dürfen und was der ganze Bums kosten wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich habe mal irgendwie gehört, bei Lambretta kannst du immer plus 50% dranhängen an die Preise. Aber gut, Spaß kostet. Ich werde nächstes Jahr 50, so what? Alles scheißegal, Erinnerungen schaffen, gucken, das, was Spaß macht, das, worauf man Bock hat. Und nachdem ich mich so viele Jahre gewehrt habe, habe ich jetzt Bock auf eine Lambretta. Tatsächlich Bock, echt Bock auf eine Lambretta. Ich habe zuletzt jetzt noch vom Sven eine Lambretta auf dem Prüfstand gehabt. Die war so edel, die war so schön, die war so clean, die war so sauber, die war so, fühlte sich auf dem Prüfstand schon so geil an. Und Sven sagte, ey, komm hier, wenn du Bock hast, fahr mal eine Runde. Und ich habe mich wirklich hart geweigert und gesagt, nee, nachher finde ich das geil und dann will ich sowas haben. Und ich wusste genau, dass ich sowas haben will. Deswegen habe ich da versucht, mich mit allen Händen gegen zu wehren. Nun ist es doch so gekommen. Und jetzt muss ich mir erstmal das Wissen drauf schaffen, herauszufinden, wie man die Dinger schraubt. Und vor allen Dingen, worum man drauf achten muss. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und ich glaube, das wird ein furchtbar lustiges Video heute. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber gut, wer weiß. Vielleicht lackiere ich am Ende des Tages auch nur einfach ein Lüfterrad und ist irgendwie alles, was ich da reingetan habe, aber nein, das ist ja nicht mein Anspruch. Und wenn was kaputt ist, will ich das ja auch selber reparieren können. Aber dazu muss man halt jemanden haben, der einem den Scheiß erklärt. Und das werden wir jetzt machen.
Ich fahre jetzt zum Scooter Center und wenn ich dort bin, ich ausgeladen habe und wir soweit alles aufgebaut haben, dann hole ich euch dazu und dann, ja, geht's weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, langes Intro, scheiß drauf. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir fahren los. Bis gleich. So, wie ihr seht, bin ich angekommen. Neben mir steht der Philipp. Schönen Dank, dass Kevin, ich da sein darf. Meine Freude. Wir machen Lambretta. Also ich mache Lambretta und ich lasse mich gerne mal nicht nur inspirieren, sondern du musst mir eine Menge erklären, weil ich habe nicht so wirklich Ahnung von Lambretta, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass sie geil fahren. Ich weiß, dass sie sehr viel stabiler im Fahren sind und sehr viel angenehmer im Fahren sind, sehr viel ruhiger im Fahren sind und es im Allgemeinen deutlich mehr Spaß machen soll als eine Vespa. Deswegen ist bei den Schrauben genauso. Da kommen wir gleich zu, denn ich habe mich wirklich jahrelang dagegen gewehrt, eine zu fahren, weil ich genau gewusst habe, dass mir das gefallen wird. Und wenn mir Sachen gefallen, dann will ich die haben. Das ist leider so. Jetzt habe ich eine, weil ich konnte mich nicht mehr wehren. Der Zocki hat gesagt, du nimmst sie jetzt mit. Und die habe ich auch gerne mitgenommen. Und jetzt muss ich allerdings... Bist du denn schon am Bretter gefahren? Auf dem Prüfstand, ja. Aber jeder, der mich fahren lassen wollte, den habe ich konsequent gesagt, nein. Weil ich wusste, wenn ich fahre... Ist vorbei. Dann würde ich sagen, wir geben dir gleich mal das BGM-Testball und du fährst mal eine Runde. Jetzt ist ja der Job getan. Ja, jetzt müssen wir dran. Also von daher würde ich sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir bauen mal auseinander, wir gehen bis an den Motor ran und schauen, was uns da erwartet. Und du erklärst mir vor allem oder uns vor allem jetzt auch viel, weil ich habe auch gemerkt, es gibt nicht so viele deutsche Lambretta-Kanäle, ne? Mir ist keiner bekannt. Mache ich jetzt auch noch Lambretta-Influencer. Sehr gut. Wir gucken mal. Also für mich ist das jetzt hier der harte Einstieg und ich möchte wirklich gerne wissen, damit in der Werkstatt zu fahren, keine Chance. Also selber machen ist angesagt, dafür musst du aber wissen, um was es geht. Ne? Womit würdest du denn anfangen wollen oder was können wir denn... Also was ich normalerweise machen würde, ja, das wäre jetzt... Du machst den Motor ja komplett, willst neue hoch. Lager reinmachen, ja. Züge sind keine drin, Kabelbäume. Ist gar nichts, ist keiner komplett drin. Leer. Genau, ich würde jetzt normalerweise hingehen und den Motor ausbauen. Ja komm, mach ab, wir können gleich mal loslegen hier. Da ist ein Kabelbinder irgendwo, glaube ich, dran oder so. So, um den Motor auszubauen, würden wir jetzt normalerweise Folgendes machen. Züge sind ja eh keine dran, wir würden die Schaltstange, da ist hier mit dem Sägering am Schaltarm befestigt, die würden wir abmachen. Zündung ist schon ab, ja. Dann würden der Stoßdämpfer ab, Motorbolzen raus, den Motor auf den Motorständer packen und dann am Motorständer schrauben. Der Ulf und ich haben einen super schönen Motorständer von Jockeys Boxenstopp, da hängst du den Motor ein, kannst den 360 Grad drehen und top dran arbeiten. Wenn wir jetzt den Motor rausnehmen und auf die Werkbank legen, ist es glaube ich scheiße zum Film. Also lass man drin kippt, besser, ne? Genau, kippt alles rum. Und das ist halt auch eine super Sache bei der Lambretta. Du kannst den Motor drin lassen und du kommst überall dran. Du kommst hier an Ritzel, Kette, Getriebe und auf der anderen Seite an Zündung. Stoßdämpfer hinten raus, diesen Bumpstop nennt sich das. Klappst du ab, kannst einen Zylinder abziehen. Okay. Ja, es sieht sehr viel zugänglicher aus. Sehr schrauberfreundlich. Ja, genau. Sieht natürlich jetzt auch zugänglicher aus für die ganzen Innereien. Ja, hier ist der Tank drin und eine Toolbox. Genau. Drin, ne? Und hier ist noch eine Luftfilterbox, je nachdem, was für ein Motor-Setup man fährt. Was würdest du denn clevererweise sagen, großer Tank, keine Toolbox oder kleiner Tank und Toolbox? Was hat sich denn, weil ich weiß ja noch nicht mal, wo ich die Ölflasche hinstellen soll. Das ist ja alles Geschmackssache, ne? Also ja. Der Lifetime-Tank, der hat 12 Liter, ein originaler Tank hat so um die 8 Liter. Wenn du dann Werkzeug und Öl noch mitnehmen möchtest, gibt es halt vom TD Customs, das kannst du auf die andere Seite schrauben, ein Gepäckfach, das hat so keine 35 cm Länge, da passt halt einiges rein. Okay. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Gepäckfach ins Beinschild zu bauen. Also Möglichkeiten gibt es. Möglichkeiten gibt es. Also das, daran scheitert es nicht. Ja, dann würde ich sagen, dann zerlegen wir mal. Das Schöne ist ja, ist ja schon alles abgeschraubt. Würde ich sagen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen für euch zur Information. Ich habe keine Ahnung von dem Ding. Also das bedeutet, ich weiß nicht, also ich weiß, dass sie aus der Schweiz kommt. Ich weiß, dass der Motor aus einer Spanierin ist, weil der Zocki hat den Motor, der da drin war, sich selber genommen und hat hier den von seiner reingehauen. Was aber, du sagtest aber, was vom Getriebe, wenn es ein LI 150 ist, soll das Getriebe sehr angenehm sein, oder? Genau, das sind super Getriebe. Ja? Also im Prinzip ist bei Lambretta so, du kannst durch die vorderes und hinteres Ritzel die Übersetzung so einfach und gut anpassen, dass es eigentlich gar kein schlechtes Getriebe gibt. Ist halt Kette, ne? Genau, das ist halt echt ein weiterer Vorteil. Aber LI 150 Getriebe ist super abgestuft und ist auch sehr haltbar.
Würdest du grundsätzlich sagen, dass Lambretta-Schrauben einfacher ist als Vespa-Schrauben? Nee, glaube ich nicht. Also für mich ist das einfacher, weil ich nichts anderes mache. Wenn jetzt ein Alex von, also keine Ahnung, wenn ich Alex Smallframe-Schrauben sehe, das, ja. Ne? Aber ja. Ich Smallframe-Schrauben muss, da ist 4 Stunden nein, Nachdenken, nein. 10 Minuten Schrauben. Ja, nee, alles klar. Ich bin, wenn ich Lambretta-Schrauben muss, da weiß ich schon, wo ich hinpacken muss. Ja, okay. Also ich bin sehr gespannt. Lass uns loslegen. Wir bauen auseinander, wo geht. Machen wir schon mal den ab. Ja. Es fällt uns alles entgegen. Sehr angenehm. Ja. Ruhig. Oh. So. Das ist natürlich wirklich. Das ist wirklich sehr gut. Viel Spaß. Ja, danke. Wie kriegt man die Backen ab? Ja, gibt es entweder mit Seitenhauben Außenverschlüssen und hier sind jetzt diese Federn, die mit der GPDL oder den ganz späten Serie 3 Roller Ja, das ist natürlich, wenn du dann so. Hast du natürlich wenig Rahmen. Ach Gott, was ein schnuckeliger Vergaser. Was ist denn das? Del Orto? Yo. SH18 sieht das aus. Okay. Okay. Ja, das ist ja wirklich schrecklich. Wie viel PS hatten die denn original? So 7 bis 10 am, also 7 bis 10 am Rad. Tatsächlich? Ja. Und die 150er? Ich glaube 8 oder so am Motor, was dann da ankommt. Also ich habe eine SX150, die ist komplett original. Ja. Die hat 8,5. Okay. Okay. Was noch mal? Auch gut. Nur 8er. 8er ja. Schraube. So. Es sieht sehr überschaubar aus, muss man es ehrlicherweise sagen. Ja, das ist schon schön vormontiert. Ja. Es ist auch nur ein zentrales Federbein, ne? Genau. Mein Gott, das sieht aber auch schon fertig aus, ey. Das hat sich, ich habe ja? mal gehört, dass viele in der Federung auf diese Yamaha-Stoßdämpfer zurückgreifen. Ja, das ist so eine Notlösung. Die sind halt viel zu hart. Ich wollte gerade sagen, die sind halt auch für ein anderes Kampfgewicht eingestellt. Ja, da gibt es dann Federn, aber das ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Also, okay. Hat BGM denn etwas in puncto, ich meine, was Fahrwerke angeht, sind ja BGM-Fahrwerke wirklich gut. Also, ja, nee, eigentlich die erste Wahl. Genau, und eins der allerersten BGM-Produkte überhaupt für Schaltroller, das war das hintere Federbein für die Lambretta. Das war damals noch mit weißer Feder und ist... Okay. 12, 13 Jahre her, also so lange gibt es das schon. So lange gibt's. Aber bewährt halt auch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch immer weiterentwickelt worden in der Zeit. Habt ihr da auch was mit Zug- und Druckstufenverstellung, mit Ausgleichsbehälter? Haben wir auch mit Ausgleichsbehälter, also das sollte ganz deinem Geschmack entsprechen. Okay, geil. Sehr geil. Ja, geil. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Zündung an, oder? Ja, bin dabei. Warum? Spezialwerkzeug ist auch so ein Thema, ne? Ja. Ich hab gesehen, du hast schon ein bisschen was hingelegt. Spezialwerkzeuge. Ist nicht anders als bei der Vespa eigentlich. Da brauchst du auch Spezialwerkzeuge. Klar. Du brauchst ein Polradhaltewerkzeug, du brauchst einen Polradabzieher, du brauchst einen Kupplungskompressor, den brauchst du bei der Vespa ja auch. Ja. Ja, und dann gibt es auch 2, 3 andere Spezialwerkzeuge, die man haben kann, die man aber nicht notwendigerweise braucht. Also was noch sehr wichtig wäre, wäre der Bremstrommelabzieher. Aber das ist... Die Bremstrommel ist auf dem Konus, ne? Ja. Okay. Ja, geil. Meine Mutter, es scheint auf jeden Fall mal frei zu sein. Das ist schon mal gut. Also. Es ist. Dann gucken wir mal, ist das Polrad abgekommen. Ja, bin dabei. Wenn man noch nie Lambretta gefahren ist, ja. Wie würdest du es jemandem beschreiben? Wenn du sagst, Lambretta zum Vergleich Vespa fahren, wie würdest du es beschreiben? Weil ich bin es ja noch nicht. Ich bin sie auf dem Prüfstand gefahren. Ich weiß, wie sie auf dem Prüfstand sich anfühlen. Ne? Der längere Radstand trägt wahrscheinlich seinen Obolus dazu. Wie würdest du einen Unterschied Lambretta Vespa fahren beschreiben? Ich komm mal rum. Also das ist halt deutlich stabiler vom Fahrwerk. Aber ich würde sagen, du fährst gleich einfach mal. Boah. Und ist Spanien, Junge, ist Spanien. ist das ein Sicherungsring? Ja, ne? Das ist ein Sicherungsring und das ist die Staubkappe für die Zündung. Du guckst schon so fragend.
Nö. Ey, du kannst dich hier. Lass dich aus! Ich würde jetzt mal einen Schlagschrauber holen. Wir können das natürlich auch mit dem Haltewerkzeug machen, um das zu zeigen, ganz wie du willst. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Schlagschrauber nehmen können, weil die Kurbelwelle wahrscheinlich danach eh keine Verwendung findet, oder? Ja. Also, ich würde nie Schlagschrauber an Kurbelwellen verwenden, die ich benutze. Aber wenn sie Kurbelwelle halt nicht mehr benutzen. Ja, zum Losmachen ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Also, ja, ja. Aber. Ja, dann. Schlagschrauber und dann gib ihn. Ich freue mich ja echt schon aufs Abblitzen. Ne? Also ich, bei der Vespa ist das ja relativ einfach, aber ich bin mal gespannt, wie man einen Lüfter hat oder wie man einen Lambretta-Motor abblitzt. Ne? Das ist voll easy. Also was schön ist, halt, es sind halt auch alles Direktansauger. Ne? Alles Lambretta ist genau. Immer Direktansauger. Aber man muss sagen, der Zocki hat den schon gut sauber gemacht. So. Oh! Okay, alles klar. Die Windestaltung, ist die zum Beispiel gleich wie bei der Vespa von der Kurbelwelle? Weißt du das aus dem Kopf? Nee, also das weiß ich nicht. Also, die Windestaltung von der Kurbelwelle, nee, glaube ich nicht. Wenn ich jetzt mal so am Polrad wackeln würde wie bei einer PX hier, das sitzt schon sehr fest. Also wenn die bei der PX die Lager verschlissen sind, dann hast du gerne auch mal Spiele im Lüftrad. Dann klong, klong, dann geht das so hin und her. Ja gut, das habe ich bei der Lambretta noch nicht erlebt. Also hier ist das NU2205 oder NU205 drin, das auch bei GS160 und SS180 ist, das ist ja relativ massiv. Ja. Und auf der anderen Seite ist 6305, das hat so einen Durchmesser, also das ist schon ziemlich ruhig. Die stabile Ausführung. Ja, alles klar. Ich bin gespannt. Jawohl. Auch der geht ab. Das sieht doch schon ganz gut aus. Dann haben wir da die Grundplatte. Die sitzt auf dem sogenannten Lüfterradgehäuse. Das Lüfterradgehäuse ist mit drei Stehbolzen. Also ist mit drei Muttern, also Stehbolzen gesichert. Ja. Und die Grundplatte ist mit drei M6 Muttern an dem Mechhousing nochmal festgeschraubt. Zündungsverstellung dann identisch wie bei der PX, dass du quasi mit oder Der läuft sehen. In die Richtung, also weniger Verzündung in die Richtung und umgekehrt, genau. Was ist ganz schön ist, also wir wissen ja nicht, welche Komponenten du verbaust. Wir haben das beim BGM-Lüfterrad so gemacht, dass wir die Markierung direkt aufs Polrad gemacht haben. Das heißt, du musst nur den OT markieren und kannst dann auf dem Polrad quasi das ablesen. Was ich sehr komfortabel finde, vor allem der schon voreingestellt ist. Ja, ja, klar. Was wäre denn, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen LI150 Motor. Jetzt gehe ich mal so an die Sache ran, dass ich sage, so dieser klassische Tourer-Gedanke. Ne? Dass ich sage, ich möchte einen Drehmoment haben, ich möchte keine hohe Drehzahl fahren, ich möchte einen guten Druck von unten raus haben. Gibt es da Komponenten, wo du sagst, da solltest du drauf zurückgreifen? Oder das wären so ja, deine... Ja, auf jeden Fall. Also, da bietet sich natürlich der RT-Zylinder an. Ja. Es gibt für das kleine Motorgehäuse auch noch den Quadrini-Zylinder. Ist das ein 11er oder ein 10er? Normalerweise ein 10er. Ja, das ist ja schon breit geklopft, der Kopf. Mit dem RT, da liegst du so... Warte mal, ich mach die Bühne mal was höher. Ich glaube, die ist auf End... Tatsächlich. Einstellung. Guten Tag. Das ist der Grund, warum ich damals aufgehört habe mit Small Frame. Weil du dir 85 Unterarmsgelenke hättest einbauen müssen, wenn du am Vergaser fummeln willst, wenn der Tank drin ist. Ich habe das gehasst. Ich habe das die Fuffi nur gefahren, 3 Jahre, bis ich den Autoführerschein hatte und mir endlich dann mit Motorradführerschein eine PX kaufen konnte. Danach habe ich mir geschworen, nie wieder Small Frame zu fahren. Aber wenn ich so die aktuelle Entwicklung sehe bei den Small Frames, da ist das auch nochmal so ein Gedanke, den man darauf verschwenden könnte. Ja. Ja, Smallframe-Schrauben war ich auch nie der größte Fan für. Habe ich ab und zu mal für Freunde gemacht, aber sonst lobe ich mir doch das Arbeiten an der Lambretta. Also bisher ist das sehr komfortabel. Immer, die Kameradame ist die Marisabel. Ich schiebe dir das mal auf Seite. Nicht, dass du gleich einen Abflug machst. Habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Nee. Ich bin ja sehr, sehr froh, dass du mir da hilfst, weil und wir das tatsächlich auch videodokumentarisch ein bisschen festhalten können, weil ich wirklich
Wissenstransfer ist immer schwierig in der heutigen Zeit. Wenn du über eine Technik aus den 60ern oder 70ern sprichst, brauchst du halt Leute, die das entweder sehr, sehr lange schon schrauben und Ahnung davon haben oder alte Hasen, die dir diesen Wissenstransfer gewährleisten können. So. Wobei das ja heutzutage auch viel besser ist. Ich meine, als ich angefangen habe, Lambretta zu fahren, hatte da niemand einen Lambretta. Und das nächste Problem war, es gab kein Internet, eine englische Reparaturanleitung, die relativ überschaubar war. Ja. Ja. Hat man schon manchmal die Lust verloren. Aber und das Thema YouTube, ne? Also wenn du eine Zündung abblitzen wolltest früher, ja, da wusstest du, warst du schon im Arsch. Ja gut, allein das Thema Vergaser einstellen. SI-Vergaser. Warum war der SI-Vergaser über Jahrzehnte hinweg verpönt? Weil sich keiner damit auseinandergesetzt hat, großartig. Das ist tatsächlich leider so. Und im Zeitalter von schnell konsumierbarer Thematik wie YouTube kann man das halt wirklich sehr, sehr gut vermitteln. Ne? Ja, es ist schon allein die Tatsache, dass man wirklich hier von rechts und von links dran kann. Also das ist wirklich. Und halt steifer Rohrrahmen. Ne? Ja. Wenn du bei, ich bin jetzt am Wochenende mit dem Kuda noch gefahren, mit dem 45 PS Monster. Das macht Spaß, steigst halt immer klitschnass geschwitzt ab, aber ich merke dann halt auch, dass ab 120 macht das Ding auch einfach keinen Spaß mehr, weil das fühlt sich nicht gut an, man kriegt Angst, bin ich ganz ehrlich, also ne, ich ziehe den dritten, wenn ich das will, schon bis 140 hoch, aber das ist halt, wenn du dann aus dem Gas gehst, merkst du halt, dass die ganze Karre weich ist, ne? Das ist halt nur zusammengeklebtes Cola-Dosenblech. Ach guck mal, das ist auch noch abgedichtet hier, ne? Genau, also da sind zwei, da sind halt diese beiden Platten. Ja. In der Mitte sitzt zur Abdichtung noch so ein Gummiring, den könnte man auch mal neu machen. Der ist ja nur noch schemenhaft erkennbar. Ist das original so hier mit diesem Überwurfschutz? Ja, das ist original. Also, ja? Da ist dieses graue Rosierrohr drüber. Ist doch eine Kontaktzündung, ist das, ne? Ja, genau. Ja. Also da fehlt schon eine Spule. Wie gesagt, also der Motor ist aus Spanien, die Karre ist aus der Schweiz. Deswegen steht da auch, glaube ich, Servetta drauf. Ne? Du hast mir das mal erklärt. Genau. Das ist im Prinzip der spanische Lizenzbau. So, was wir jetzt machen werden, wir versuchen mal das Lüfterradgehäuse abzumachen. Ja, habe ich gesehen. Da kann es halt vorkommen, dass das fest sitzt und dass es das nicht so gut klappt. Wenn wir Glück haben, nehmen wir jetzt diese sogenannten Tiber-Extraktoren, schrauben die in die davor vorgesehenen Gewinde. Und ein bisschen Glück. Siehst du, wenn du jetzt keine Ahnung hättest, ja, so wie ich, dann hättest du jetzt schon wieder auf Kies gefurzt, weil du nicht weißt, wie du das rauskriegen sollst. Und ein bisschen Glück und das fühlt sich eigentlich soweit ganz gut an. Ja, komm, zack, da war schon was. Eine Unterlegscheibe. Okay. Das war auch nur eine Unterlegscheibe. Ja. Aber prinzipiell könnten wir die Schraube noch lösen. Ja. Die da noch drauf? Und unten ist keine, da ist noch eine drauf. Ja. Okay. Der Vergaser? Alles runterschmeißen. Das Schlimme ist ja, wenn man gerne selber schraubt und man steht dann wie so ein Lehrling daneben. Das ist dann echt. Das fühlt sich gerade nicht gut an. Die Schraube, die ich hier vergessen habe, die wirft jetzt auch nicht das beste Licht auf mich. Ja. Du hättest mich ja den Motor auseinandernehmen lassen können, dann hätten wir sehr viel zu lachen gekriegt. Weil dann kaufe ich mir am besten komplett einen neuen Motor. Früher haben wir halt so Sachen gemacht wie Kupplung auf Feldwegen und auf Wiesen gewechselt. Ne? So mit Hammer, Meißel und allem, was dazugehört, da irgendwie den Kram da rauskriegen. So, und als ich noch in Berlin geschraubt habe, habe ich in meinem Gewerbegebiet meine Motorrevision gemacht. Ja. Das war immer ein geiler Rucksack voll Werkzeug. Man fährt halt auch immer mit Werkzeug, ne? Also ich fahre, das hört sich jetzt blöd an, also dieser Klassiker von wegen, ohne ADAC Plus Karte geht's nicht los. Ne? Es gab ja früher auch diese Fraktion, auf den Run kommen, ja, zurück geht's notfalls mit dem ADAC. Ja gut, da gab es ja immer das, wenn man nicht mehr reisefähig war, das durchaus CDI abstöpseln. Genau. Genau. Also ich fahre in der Tat ohne Werkzeug. Echt? Ja.
Wir müssen dann auch nochmal, du hast mich ja, was das Thema Vergaser angeht, mit dem PHBH-Vergaser, hast du mich ja auch nochmal ein bisschen auf den Pott gesetzt, weil ich habe ja aus leidvoller Erfahrung das Thema PHBH-Vergaser, wir werden keine Freunde oder wir sind ja bisher keine Freunde geworden. Es hat mir beim Prinz Porno fast den Motor gekostet, bei Mr. Grey hat es mir den Motor gekostet. Ich habe jetzt versucht, einen Small Frame abzustrimmen auf PHBH-Vergaser. Der redet einfach keine gute Sprache mit mir. Auf dem Prüfstand und bei der Abstimmerei. Und deswegen bin ich da. Okay. Ja, da musst du mir dann also auch noch mal ein bisschen Support geben. Ja. Okay. Ja, du, der PHBH, das ist ja alles ist wie bei Zündkerzen, Ölsorten. Was sehen wir? Geschmacksfrage. Ja, ja, klar. Also, was wir sehen, wir haben das Lüfterradgehäuse raus und wie gesagt, da sitzt halt. Wellendichtring? Also Segelring, Wellendichtring, Lager. Lagerring auf Kurbelwelle und noch ein Wellendichtring. Das Lager erinnert mich so ein bisschen an das T5-Lager. Ist es auch, genau. T5 und GS160 und SS180. Die haben das auch drin. Was ja bedeutet, dass die Kurbelwelle von der Lagerung deutlich stabiler gelagert ist als die Niederung. Ja, unfassbar. Also ich glaube, die Kurbelwellenlagerung von der Labretta ist komplett überdimensioniert. Wirst du gleich auch bei dem anderen Lager sehen. Okay. Gibt es bestimmt bei euch auch so Dichtsätze, ne? Hier so, ja, komplette Dichtsätze, einzelne Dichtungen mit Feststoffdichtungen drauf. Also da gibt es alles. Das ist ja Wahnsinn. Was ist, ja. Ich glaube, das sollte ich auch mal ganz explizit dann reinigen. Ja, weil das ist. Ich denke, das macht Sinn. Vor allem macht der Zusammenbau. Das macht mehr Spaß. Okay. Gut. Jetzt müssen wir uns den Auspuff mal angucken. Auspuff, geiles Thema. Ja. Was ich an der Lambretta so geil finde, ist ein Rennauspuff, oder? Wenn ihr hinten so ein halber Meter Auspuff rausguckt, ne? Das triggert mich immer oder hat mich immer schon getriggert bei den Zweitakter-Racern aus den 90ern. Das ist auch der Grund, warum der Prinz Porno so ist, wie er ist, mit den zwei Endrohren hinten aus der Backe raus. Du hast mir gesagt, die Clubman-Box ist für das, was wir eventuell vorhaben, der bessere Auspuff, ne? Ja, schon. Mhm. Okay. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das mit dem Rennauspuff zu fahren. Okay. Denn für mich ganz persönlich ist eine Lambretta nur dann richtig geil, wenn hier Auspuff steht. Hier muss ein Schwengel raushängen. Sonst ist das für mich nicht griffig. Das kriegen wir auch hin. Der Leistungsverlauf von der Box ist halt sehr harmonisch und der Anstieg ist sehr angenehm. Habt ihr das boxtechnisch, seid ihr das so angegangen wie bei den Boxen von der Vespa? Also von der Leistungsentwicklung der Box bei der Vespa? Ja, genau. Ja? Also das ist bei den RT-Zylindern auch so wie beim 177er. Ja. Das ist alles so ein Konzept. Also ich erzähle den Leuten immer zu dem RT. Im Endeffekt läuft der, ich mach schon, wie ein Originalmotor, wie ein Original 200er Motor mit doppelter Leistung. Also, wow, okay. Das sind Stehbolzen? Das sind Stehbolzen, ja. Und 13, 14, 10. Der hört sich aber noch ziemlich voll an. Und ziemlich arge, womit, ne? Ja. Viel Ölkohle wahrscheinlich. Wie ist der denn? Hier kommt der nächste Stehbolzen aus dem Gehäuse raus. Nicht gut. Och, solange die Gewinde noch in Ordnung sind, aber auch die kann man ja reparieren. Ja. Bodenfreiheitstechnisch sieht das aber auch ganz gut aus. Also Kurvenlage geht ja auch ziemlich entspannt, ne? Ja, Kurvenlage geht echt gut. Also es gibt halt Rennauspuffanlagen, bei denen ist das ja nur noch eingeschränkt möglich. Ja, da musst du erstmal im Hammer die Nuss auftragen. Gib mir mal einen Hammer. Er war schon im Ringschlüssel. Das ist aufgrund des Rostes hat es die Schlüsselweite schon einen erweitert. Siehst du? Ja, mit dem Mauer geht es besser. Soll ich mal kommen hier hin? Ich mach mal von hier weiter. Wir können mal gucken, ob man mit der Ratsche drauf da müsstest du. Ja, die ist gewachsen, ne? Also durch den Rost. Das sieht aber ganz gut aus. Ja. Nein. Oder nicht.
Ja, du kommst, also, du kommst nur so an einer oder zwei Stellen auf die Nuss tatsächlich drauf, auf die Mutter tatsächlich drauf hier. Ja. Hast du mal ein Hämmerchen? Klar. Versuche ich, versuch ich die mal hier drauf zu hämmern. Oh, wie ich drauf stehe, auf diese alten, verrosteten Dinge. Ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich jetzt was Motorentechnisches mache, ich greife halt dann tatsächlich lieber auf Neuteile zurück. Weil ich genau den Scheiß mir nämlich ersparen will. Hier oben dreht sich was mit. Reicht das schon? Ja. Das reicht schon. Ich versuche mal, ob ich die rübergezogen bekomme auf den Krümmer. Ja. Jawohl. Das sieht ganz gut aus. Ich befürchte, ich hole mal einen größeren Hammer. Jetzt krieg ich mal nicht mal mehr die Nuss runter. Alter, komm, Alter. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Wie würdest du... Fast die Frage, ob man die Flex holt. Der will gar nicht. Null. Können wir den am Zylinder abbauen? Der ist. Flexen. Der will nicht. Der wird eh keine Verwendung mehr finden. Lass uns den. Alter, das ist ein Loch drin. Oder wenn man dann am Krümmer. Kriegen wir dann am Krümmer ab? Hier unten am Zylinder ab? Dass wir ihn vielleicht nach unten weg. Das können wir mal ausprobieren. Da brauchen wir eine 13. Was ein kleines. 13 habe ich hier. Was ein dünner Schwarz. Der drauf, sonst hätte ich. Ich sehe es gerade nicht. Was ein kleiner lächerlicher Krümmer, ne? Der ist auch schon an der einen oder anderen Stelle komprimiert. Junge, der hat aber schon schwer gelitten, ne? Sind die immer zweiteilig ausgebaut, die Auspuffanlagen von euch? Also das heißt, wir haben unsere dreiteilig aufgebaut. Okay. Da kommt ein Flansch an den Zylinder, du wirst auch gleich sehen, warum. Was halt ein bisschen blöd ist, ja. Das ist, der Krümmer ist mit 2M7-Schrauben am Zylinder festgeschraubt. Ja. Und die Zugänglichkeit ist nicht so geil. Ist etwas eingeschränkt. Da kannst du auf der einen Schraube so ungefähr Achtelumdrehungen machen. Okay. Zündkerzen müssen wir auch mal rausbauen. Schlüssel. Guck mal. Ich habe da was vom BGM vorbereitet. Wollte ich gerade sagen, das ist ja sehr, sehr gut, weil die benutze ich immer am Prüfstand, wenn die Motoren heiß sind. Das ist geil mit dem Magneten da drin, ne? Ja, weil ich tatsächlich. Jetzt mache ich es tatsächlich gerade genauso traditionell wie vorher. Aber es ist tatsächlich so. Die sieht auch noch nichts aus. Die ist noch nie gebraucht. Das ist eine nagelneue Kerze. Zündkerzen. Was fährt man traditionell in der Lambretta für eine Zündkerze? Also Langgewinde. Mhm. Und Hersteller ist, finde ich, so ein bisschen wie bei Öl, Zündkerzen. Da hat ja jeder irgendwie seine Präferenz. Ne? Ja. W3 CC war immer gerne gesehen, gibt's ja nicht mehr. So heiß. Und sonst. Ja. Okay. Und sonst NGK B9 oder halt die Denso-Alternative genau. Dazu. Die sind ja schon relativ kalt, ne? Die 3CC, das war doch die traditionelle von der PX80. Echt? Ja, von der PX80 hatte die auch drin. Ja, und das ist halt die Schraube, die dafür gesorgt hat, dass es beim BGM-Klappen einen Auslassflansch gibt. Die Schraube? Ist das die Arschlochschraube? Ja, das ist die, wo du nicht so gut drankommst. An die kommst du mit der Ratsche dran und dem Helfer. Ja. Und an das Scheißding. Und hast du sie? Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
das ist. Das ist ein Endladendämpfer hier, oder? Genau, den müssen wir, wenn wir den Zylinder runterziehen wollen, wahrscheinlich rausmachen. Damit die, wenn er einfedert, damit er gegen sich gegen den Rahmen abstützt, ne? Genau, dann können wir müssen wir einen Ansaugstutzen drauf lassen können und können den so runterziehen. Dann machen wir jetzt ja quasi ein Tutorial zusammen, die zwei. How to mach der Lambretta-Motor auf. Ja, okay. Das wird aber mit Sicherheit, da können wir schon mal von ausgehen, das wird mit Sicherheit zwei- oder dreiteilig. Ja, ich denke, wir zerlegen den jetzt einmal, dass wir so die großen Brocken draußen haben. Ja. Und dann heißt es halt einigen. Analysieren, was drin ist, wird noch aufpassen. Analysieren, genau. Das meiste fliegt ja eh raus.